Der Verein Epicenter Works kümmert sich um Grund- und Menschenrechte. Jetzt hat man sich die geltenden Bestimmungen für Untersuchungsausschüsse vorgeknöpft. Dass nur Medienvertreter und nicht die breite Öffentlichkeit Zugang zu Untersuchungsausschüssen hat, auch nicht zu Bild- und Tonübertragungen, wird als Verstoß gegen die Verfassung gesehen. Wir sind der Meinung, dass dieser doppelte Ausschluss, nämlich aus den Sitzungen direkt und aber auch von jeglicher direkten Übertragung, ein unerträglicher Zustand ist in einer Demokratie. Und wenn seitens der Politik nicht gehandelt wird, dann muss der Anstoß eben aus der Zivilgesellschaft kommen. Und genau das haben wir jetzt gemacht. In vielen anderen Ländern könne man U-Ausschüsse live im Fernsehen oder im Internet verfolgen. In manchen Ländern sei es sogar möglich, die Sitzungen persönlich zu verfolgen. Epicenter Works hat einen sogenannten Individualantrag zur Überprüfung der geltenden Rechtslage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Wann sich der VfGH damit befassen wird, ist unklar.